Sag mal, ey, hier muss ich irgendwas nehmen. Nö, ne? Mir geht's noch gut. Also, ja, es ist besser. Okay. Also, wir hatten einige Szenen, wo es wirklich, wo mir die Ohren auch echt wehtaten. Da kann ich aber dann, tut mir wirklich leid, da kann ich nichts machen. Weil wenn ich es noch leiser mache, dann hört ihr keine Schritte mehr, keine Tauben mehr. Dann ist es einfach nur ein Bild. Suche nach Adam, das ist, glaube ich, unser Sohn. Die Nachbarn könnten mir Informationen, die haben wir schon befragt. Dann den Tatort, warte. Den haben wir auch untersucht. Helena müssen wir jetzt finden und mehr haben wir noch nicht. So sieht's aus. Sieht's aus. Und wir spielen, also ich spiele jetzt echt mit Maus und Tastatur, weil das mit dem Controller irgendwie nicht so funktioniert hat. So, hallo? Okay. Da liegt's, ich glaube, es liegt daran, dass dass es halt wirklich ein PlayStation-Controller ist und kein Xbox-Controller und dann das irgendwie, keine Ahnung, mit den Tasten nicht so funktioniert. Auf die Hütte hier. Wir müssen in den. In den Hinterhof. Zum Tattoo-Studio. Wir haben. Da. Wir haben nämlich die Leiche haben wir irgendwie synchronisiert. Und. Und dann war das wie so ein Drogentrip. Anders kann ich es gar nicht sagen. In welchem Jahr spielt das denn? Ich glaube 2000. 83, zwei, irgendwie sowas. Irgendwie. Ich habe sehr gut aufgepasst in diesem Spiel. Nein, Spaß. Es wurde am Anfang angezeigt, ich habe es nur vergessen. Das kann man dann auf YouTube nachschauen. So, hier müsste die Gute drin sein, weil die Leiche war der Mann von ihr. Die haben sich da drinne ein Partner-Tattoo stechen lassen. Und haben geheiratet. So. Aber auf die Hütte. Oh. Ist ja ein cooles Bild. Ich mag das total, wenn Leute zeichnen können. Das ist auch voll schön. Schick. So, machen wir zu. Ich möchte hier auch noch die Bilder angucken. Ja, das ist jetzt nicht so. Oh. Ich glaube, das ist dasselbe, nur noch mal in groß, ne? Ja. Rainer? Nein. Krankheit und Gesundheit. So, hallo, Sie möchten bezahlen? Und hier ganz modern. Die nächste Uschi tot. Lazarski, 656210. We have a third victim. Time of death, about an hour ago. Starting forensic analysis. Ja, ich bin auch mal gespannt, ne? Also irgendwie.
Die scannen wir zum Schluss. Die Uschi, die scannen wir zum Schluss. Die Musik ist schön. Ich hab doch noch gar keinen Code. Will ich nicht. Abbrechen. Was für ein Code? Hier, Tattoo-Farbe. Implants untouched. Zum Verbinden. Jetzt wird's wieder laut. Achtung. Denke ich mal. Postmortem Observation Act of 2061. Authorization denied. Emergency override. Open maintenance panel. Wir verbinden uns wieder. Falkenwolf, wir sind so eine Art, nenn es mal Cyborg. Und wir haben so verschiedene Ansichten. Wir haben auch so ein komisches Auge drin. Start drücken. Was? Ihr lest selber mit, ne? Gut. Willst du, dass deinem Heimatland gut geht? Fallout Flashbacks? Ja. Nein. Natürlich ja. Ja, mach mal. Möchte sie die Welt verbessern? Nö. Okay, wir wollen die Welt verbessern. Möchtest du ohne Furcht leben? Aber Furcht ist doch so wichtig. Wenn du vor nichts mehr Angst hast, ist es doch kacke. Ich mach nein. Okay. Möchtest du eine produktive Beziehung zu
Chiron. Ink aufnehmen. Ja. Lüg uns nicht an. Wirst du kooperieren? Drücke O. Ich will nicht kooperieren. Werden sie gehorchen? Mal, wo ist er? Na gut. Wirst du dich anpassen? Nee, will ich nicht. Was ist, wenn ich was anderes drücke? Kann ich hier verlassen? Return. Na gut. Drücke Y. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber ich will schon wieder angeschrien werden. Eigentlich nein. Nein. Ja, müssen wir ja machen. Arbeit. Glück. Aha. Was? Werden sie gehorchen? Achtung! Lüg uns nicht an! Gehorche! Okay, okay. Oh, wir werden analysiert. Schön. Haben wir gut gemacht. Wir dürfen jetzt arbeiten. Nur am Betrügen. Was soll ich machen? Die haben uns angeschrien. Hört ihr alles gut? Zu leise oder zu laut? Boah, solche Büros, ne? Auch furchtbar. Es ist schon furchtbar. Hier möchte doch niemand arbeiten. Hallo, darf ich mal durch? Our children happier, to make our homes safer, to make our lives easier. Work hard, clear your mind. Guck mal, wie die sich freut immer, ne? Die ist immer glücklich, dass sie da arbeiten darf. So, ich gehe mal auf Toilette. Ich glaube, ich bin eine Frau. Ich gehe mal hier rauf. Kann ich hier. Darf ich auch mal aufs Klo? Entschuldigung. Nein. Darf ich. Bist du nicht glücklich? Also ich schon. Aber sie nicht. Ach, guck mal. Falkenruf, wir haben übrigens schon mehr von den Machern gespielt. Wir haben schon Medium gespielt und Layers of Fear haben wir auch schon von denen gespielt. Ja. Blooper Team. Fucking slop again. It's called soup. Now dig in. It's not getting any better. Du gerade wegen meinem Essen ausgeflippt. Was ist mit dir nicht richtig? Hey, you. Come here.
Ja, die sind ganz bekannt dafür. Und soll ja auch ein Layers of Fear 3 rauskommen. Oh. Stabile Sache, ja. Huch, erschreck mich doch nicht so. Jetzt nicht so, dass ich mich beobachtet fühle, ne? Schwabbelino, was ist denn los? Hör mal auf mich zuzurennen, alles kaputt zu machen. Oh, es ist laut. Hallo, darf ich immer nicht hier? Kann ich? Ah, okay. Schön. Was ist denn das? Ach, ein Krebs. Mal voll der Spanner. Nicht richtig. Auf dem Klo auch? Ja, wenn man das so mag. Gibt bestimmt Leute. Bestimmt Leute, die einen Fernseher auf dem Klo haben. Oder? Stimmt. So verrückte Leute gibt's. Wer hier war? Ah. Patientenakte druckbereit. Einstellung für automatisches Drucken. 3:20 Uhr. Okay. Gucken wir uns gleich an. Was war es? 3:20 Uhr, ne? Kannst du jetzt drucken? Ich mach doch mal einen Abwasch. Was ist denn?
Warum waschen denn die Leute nie ab? Haben die blutige Sachen da drin? So, also es kann jetzt losgehen. Es kann losgehen. Ja, druck doch. Ach so, die Frage ist halt, ne, morgens oder abends? Aber, Falkenwolf, wenn es bei dir so aussieht, dann stimmt da was nicht. Du spielst ja auch nie klarspülig. Und hallo Rio. Remember the night we met? Musik ist so schrecklich, ne? Entschuldigung, könntest du mal bitte leiser kotzen? Ich muss mich hier konzentrieren, ich will alles angucken. Ja, das kann ich verstehen. Das. Hey Baby, I'm home. Hey Baby, I'm home. Hey Baby, I'm home. Amir, is that you? Amir, is that you? Furchtbar. Diese Sicht ist doch furchtbar. Ist oben, ne? Ich
musste mich kurz orientieren, wo was ist. Alles, Lario. Here is your number. Neun sechs acht oder 869? Warte. 896. 896. Entschuldigung. Was für eine Nummer habe ich? Ah. 896. Nein, ich war doch, jetzt bin ich. Okay. Wer ist er denn? Hallo? Kind, du bist gruselig, so wie du da stehst. Is Mom gonna be alright? Weiß es nicht. Die weint gerade, glaube ich, wenn es seine Mutter ist. Sick. Must have a little faith. It's just hard to say. Ich will wissen, was das auf Deutsch heißt. Immer da übersetzen.